Ja, natürlich stellt sich auch die Frage, welche Nachteile hat eine Entgeltumwandlung überhaupt? Grundsätzlich ist das sehr Attraktives, wenn ich Bruttogehalt verwenden kann und für eine betriebliche Altersversorgung hernehmen kann, für die betriebliche Altersversorgung brutto wie netto nutze. Das macht grundsätzlich per se, per Definition schon mal Sinn. Der zweite Sinn kommt natürlich, was liegen für Produkte dahinter? Versicherungsprodukte sind, wenn es da die Presse lesen, in der Vergangenheit öfters in Kritik geraten, auch von den Versicherern selbst, als Auslaufmodell oder ähnliches bezeichnet worden. Das kommt natürlich auch darauf an, aber Entgeltumwandlung ist grundsätzlich positiv und vorteilhaft als solches. Nachteilig kann ein Produkt werden, brauchen Sie bloß die Artikel von Ökotest und so weiter, NTV-Artikel erschienen. Viele Tarife taugen nichts in der betrieblichen Altersversorgung, kann das auch mal googeln, die Artikel finden es auch. Das hängt natürlich darauf an, ob es dann im Endeffekt immer noch sinnvoll ist, aber das hat mit der Entgeltumwandlung nichts zu tun. Entgeltumwandlung, nachversteuert irgendwas zu versteuern, nachgelagert irgendwas zu verbeitragen, macht per se immer einen Sinn. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Die Nachteile können in der Sozialversicherung gesehen werden oder in der Sozialversicherung stecken. Es ist ja so, wir haben vier verschiedene Sozialversicherungszweige: die Arbeitslosen, die Rentenversicherung, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Krankenversicherung und Pflegeversicherung, da haben Sie einen Schutz, entsprechend der Kasse, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, unabhängig, ob Sie jetzt 2.000 Euro oder 1.900 Euro verdienen, um dann dem Beispiel von gerade zu bleiben. Sie sind voll krankenversichert, Sie sind voll pflegeversichert. Anders sieht es jedoch bei der Arbeitslosenversicherung aus und anders sieht es auch bei der Rentenversicherung aus. Da ist es wirklich so, wenn Sie weniger brutto haben, 1.900 Euro statt 2.000 Euro, haben Sie auch in dem Moment weniger netto, und wenn Sie arbeitslos werden, haben Sie in dem Moment auch etwas weniger Arbeitslosengeld, wird immer der Durchschnitt der letzten Monate gerechnet. Also von daher natürlich ein Nachteil, ein geringfügiger Nachteil, muss man sich überlegen, wie viel der Wert ist. Das sollte man auch nicht hochstilisieren. Und natürlich in der Rentenversicherung, ich zahle auch ein Stück weniger in die Rentenversicherung ein und ich baue mir auch weniger Rentenversicherungspunkte auf. Aber wenn Sie sagen, Sie haben vielleicht so 30.000 Euro Jahresbrutto, um einen Rentenversicherungspunkt zu haben mit 26, 27 Euro Monatsrente, was der bringt, und Sie verdienen jetzt statt 30.000 nur 29.000 Euro, dann können Sie das ausrechnen. So wahnsinnig viel macht es in der Rentenversicherung nicht aus. Ein Nachteil, auf den Sie hinweisen müssen, auf den Sie in jedem Beratungsgespräch hinweisen müssen, das auch in jede Entgeltumwandlungsvereinbarung sauber gehört. Bei uns haben wir das immer sauber drin, aber der nicht besonders gewichtig ist. Die großen Nachteile, die kommen in der Regel nicht aus Sozialversicherung ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, sondern die kommen aus den Produkten, die hinterlegt sind. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da haben wir mit unserer pauschalisierten Unterstützungskasse, denke ich, überhaupt keine Probleme. Denn aus Mitarbeitersicht wird der erste Euro vom ersten Euro an verzinst. Das heißt, ob der nach 1, 2, 3 Monaten ausscheidet oder nach 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, er hat kein Geld verloren. Er hat garantiert seine Zusagen, hat garantiert seinen Zins drauf, und selbst in der Unternehmensinsolvenz ist das Ganze garantiert. Also was man da hinterlegt, da ist das größere Problem, ob ich hier das als wirklich Betriebsrente gestalte oder eben mit einem mehr oder weniger guten Produkt hinterlege.